Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann, schön, dass du dabei bist. Ja, right back, Pistolenarmbrust und zwar dieses Mal mit Magazin. Wechselbares Magazin, hier vorne hast du einen Hebel, damit kannst du das Magazin wieder rausnehmen, ein neues einsetzen. Das wird hier hinten, da ist so eine kleine Nase, auf der Nase kannst du dann hier einsetzen, vorne mit dazu und klack und alles ist gut. So, du hast hier graue Pfeile, es ist ganz wichtig, im Standardlieferumfang sind eigentlich diese schwarzen dabei und auch die grauen. Und die schwarzen kannst du nehmen und wegwerfen, denn die sind zu weich. Ja? Die brechen sehr leicht. Daher sind auch graue beigelegt, also die schwarzen kannst du nehmen und wegwerfen. Ja? Die grauen sind die richtigen und die sind im Lieferumfang auch dabei. So. Und mit diesen Bolzen, und da passen wirklich nur diese Bolzen, was meine ich damit? Wenn du jetzt sagst, okay, ich hätte vielleicht so etwas hier, no way, die passen da nicht rein, das geht sich nicht aus. Es hat dann auch noch ein paar andere Aspekte, oder die Bodkins, die sind so cool, passen auch nicht rein. Oder wenn du sagst, ich möchte irgendwas, das geht sich auch überhaupt nicht aus. Du siehst, das ist einfach nur ein Sportpfeil, das ist ein Fun-Shooting-Teil. Und für das ist es auch absolut in Ordnung. So, also das ist einmal das eine. Das andere ist, du musst bedenken, die Abzugseinheit, die ist da. Ja, das heißt, da ist dann die Sehne eingespannt und dann machst du diesen hier, dann geht dieses kleine Teilchen nach unten und dann, ja, bewegt sich was, die Sehne nach vor. Gut, das ist einmal alles gut und schön. So, spannend. Das Ding hat wirklich Wumms, also da ist einiges an Energie dahinter. Also ich bin ein schwacher Mann. Ich schaffe das gerade noch. So, also ich spanne eigentlich immer übers Knie. Schau mal her, hier hinten ist jetzt die Sehne eingerastet und jetzt passiert Folgendes. Du musst wirklich den Hebel nach vor, also nicht so zaghaft, sondern so richtig nach vor geben. Und eigentlich sollte jetzt, ja genau, ein Bolzen mit dabei sein. Und du siehst, wo dieser Bolzen, und das passiert auch manchmal, also der Mechanismus ist in Ordnung zum Spaß schießen, zum, naja, dann habe ich halt einmal ein bisschen eine Hemmung oder so. Er ist nicht vergleichbar vom Stil her, wie zum Beispiel bei der Compact. Ja? Die Compact hat, oder auch die Tactical, das Ding ja Tactical, ist vollkommen egal, die haben, das ist eine ganz andere Welt. Die hat hier diese Feder und diese Feder, die sorgt dafür, dass der Bolzen wirklich schön aufsitzt und gleich runterdrückt wird. Also das ist schon ein Unterschied, aber ist auch ein Preisunterschied, wirklich ein Preisunterschied. Billige Eigenwerbung, ich gebe dir den Link in den Shop zu den beiden Dingen und dann entscheidest du, was du, wofür du das brauchst. Aber zum Spaßschießen im Garten reicht das allemal. Aber was ein bisschen Schaß ist, das ist jetzt kein Sudern, sondern es ist einfach so. Dadurch wird nämlich Energie verschenkt. Ist, die Sehne sitzt hier hinten, siehst du, und der Bolzen, der ist da vorne. Schau mal her. Da fängt der Bolzen an. Das heißt, diesen Weg dazwischen geht die Sehne leer. Diesen Weg kann der Bolzen nicht beschleunigt werden. Und das ist auch Energie, die verloren geht. Ist das ein Problem? Nein, aber es ist so. Es ist so. Und deswegen glaube ich auch, dass die Bolzen eine spezielle Konsistenz und Stärke haben müssen, weil die Sehne knallt da drauf und also das ist nicht ganz optimal, aber ist ein Problem? Nein, zum Spaß schießen nicht. So, jetzt schießen wir noch einmal. Wir sichern noch einmal. Es ist so, dass du Kimme und Korn hast und das haben sie wirklich sehr schön gemacht. Das Korn hier vorne, das ist schön rot. Und übrigens an die ganzen Sicherheitsfanatiker da draußen, ich bin hier allein, ganz allein. Und da drüben, das ist so ein Hang und wenn da der Bolzen reingeschossen wird, weißt du, was dann passiert? Nix. Daher, ich bin hier ganz allein, es ist hier niemand da, also keine Sorge. So, auf jeden Fall, das ist wirklich cool, das ist wirklich, 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 wirklich cool. Du kannst richtig schön zielen, das geht super. Also ich bin, das finde ich super. So, dann zielen wir einfach mal. Rabums, die Kabums jetzt gemacht. Also das fetzt auch wirklich dahin. So, so stehen jetzt die Bolzen drinnen. Wie gesagt, es gehen eben nur diese Bolzen. Ah, hast du jetzt gehört? Da ist hier dieses Klacki-Dingsbums. Das zeige ich dir dann nachher noch einmal. So, ich spanne jetzt übers Knie. So, und jetzt gehen wir wieder nach vor. Und wenn wir nach vor gehen, diese Kralle hier, da, geht auf dieses Bumsti-Wumsti da. Und dadurch wird der Bolzen runtergedrückt. Ja? Das ist die Idee dahinter. Und jedes Mal, wenn man hin und her spannt, wird auch dieses kleine Ding hier mitbewegt. So. Dann noch einmal auf ein neues Herz. Also noch einmal. Und es kann auch zu Hemmungen kommen und es ist mir auch immer wieder zu Hemmungen gekommen. Ich habe jetzt, das ist jetzt das zweite Exemplar, das ich im Test habe. Ich hatte eines, da ging alles super. Bei dem hier ist ein bisschen, heißt nicht, dass das ein Klumpert ist. Eigentlich. Aber das siehst du schon. Das sind so die Kleinigkeiten.
die beim Spaßschießen im Garten einfach wurscht sind. Ja, dann ist halt so, dann habe ich da halt jetzt den raus. Also, ich habe jetzt gerade drüber geredet und es ist passiert. Es passiert immer wieder, und das habe ich auch von anderen Leuten gehört, genau, dass das Ding halt, ja, halt auch so seine Macken hat. Wir haben es gerade gesehen, beide gemeinsam, oder? Würdest du das auch sehen als, so, als Problem? So, was haben wir da jetzt? Ja, und das ist jetzt nicht geschnitten und gar nichts. Was haben wir hier jetzt? Also, Entschuldigung, ganz kurz. Ich sehe es jetzt hier, dieser Bereich hier, ja, der hat das jetzt verriegelt. Das heißt, ich mutmaße, dass durch diesen Leerschuss, der sich da jetzt entwickelt hat, irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte bei dem Magazin. So, kann ich es jetzt rausnehmen. So, ich habe jetzt ein bisschen herumgearbeitet, also weiter, als so weit kriege ich das Magazin nicht raus, aber jetzt möchte ich das herausdrücken irgendwie. Ja, genau, dann haben wir gedacht, du sollst dabei sein. Also das hat einmal gut funktioniert. Was ist jetzt mit dem Magazin? Also ja, man sieht, dass es ist durchaus in Ordnung. Also wie gesagt, zum Spaßschießen ist es ja okay. Aber ja, was ist da jetzt passiert? Ja, genau. Hier ist eigentlich eine Feder drinnen, und durch diesen Leerschuss hat es jetzt diese Feder rausgekaut. Aber hast du gesehen, dass ich was falsch gemacht habe? Dann schreib es mir bitte, außer, ich weiß nicht, ja, aber dadurch ist das Magazin jetzt hinüber. Also, ja, das ist natürlich bitter, das ist wirklich bitter und ein Schaß. Kann man das so sagen? Das ist ein Schaß. Ich wollte dir eigentlich sagen, dass die Armbrust ganz, ganz lustig ist und dass sie ja eh funktioniert. Und ich muss dazu sagen, ich habe das erste Modell, das ich hatte, da hat das auch gut funktioniert. Immer wieder mal Hemmungen gehabt, aber das hatte ich jetzt selber auch nicht. Das Problem ist, ich probiere das jetzt einfach, ich habe aber keine Feder. Ich habe keine Feder, die das hält. Jetzt ist die Frage, ob ich da wieder einen Leerschuss produziere. Oh, jetzt habe ich Angst irgendwie. Nein, sicher muss ich auch. Oh, das geht, aber es ist leider keine Feder dabei. Es ist keine Feder dabei. Das heißt, das Ding schlankelt da herum. Also ich habe jetzt ganz locker gehalten. Also, was ich damit sagen will, jetzt bin ich halt unglücklich. Jetzt bin ich unglücklich, und das zeigt auch wieder, das ist kein Vergleich, auch wenn das Produkt jetzt grundsätzlich in Ordnung ist. Und ich, wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass es absoluter Scheiß ist. Überhaupt nicht, sage ich auch nicht. Nur es ist halt Fun-Shooting, wo man sagt, naja, ist ja wurscht, und jetzt würde ich anrufen beim Händler, beim René oder wo auch immer und sagen, ja, mein Magazin ist kaputt, und der sagt, ja, schick dir da nichts, aber in der Zeit kannst du nicht arbeiten. Und da ist halt das hier schon eine andere Welt, ne? Haben wir noch einen? Einen haben wir noch! Einen mehr, und ist halt schon eine andere Welt. Wart kurz. Also ich habe jetzt noch mal herumgeschaut, ob ich diese Feder wiederfinde, denn wenn ich diese Feder hätte, dann könnte man das ja umbauen. Also, aber ich habe die Feder nicht mehr. So, jetzt versuche ich dieses Ding hier irgendwie da rauszukriegen. Schauen wir mal, ob mir das gelingt. Nein, das gelingt mir nicht. Das macht mich so traurig, ich könnte weinen. Habe ich gesungen? Ja, ich habe gesungen, ganz hochoffiziell. Aber das kriege ich nicht einmal raus, also ohne die Feder. Also man könnte jetzt hier die Feder wieder einlegen. Ob das der Hersteller sich so vorgestellt hat, das weiß ich nicht. Aber ja, ich könnte hier, wenn ich diese Feder hätte, die jetzt wieder einlegen. Aber Sakrax, ich habe sie nicht. Ich habe sie nicht. Gut, ich will diesen Test aber hier nicht abbrechen, und daher breche ich das ab. So. So. Jetzt probieren wir nämlich, ob wir das Ding auch ohne, ganz kurz, so, ohne Federn oder ohne zweiseitigen Federn schießen können. Oh, das macht mich so traurig. Also bei mir funktioniert das irgendwie, nee, das ist irgendwie Schaß. Ich kriege das gar nicht raus, aber ich bin auch ein Boccia de Ant, wie man das richtig sagt. So, schauen wir noch einmal.
So, soweit bin ich jetzt schon mal. Also das ist gar nicht so einfach, wenn du glaubst, Trainer, du bist unfähig, dann kann, stimmt das natürlich, aber das ist gar nicht so einfach. So, jetzt habe ich nur eine Seite, jetzt probieren wir es nochmal. Ja, aber jetzt ist das Magazin wirklich komplett zerstört, also das hält jetzt überhaupt nicht mehr, weil dieser Mechanismus dafür zuständig ist, dass das hält. Das ist deprimierend. So, das heißt, jetzt habe ich eine einschüssige Magazinarmbrust, oder wie? Ja, schön. Pass auf einmal, jetzt legen wir das da so ein. Und gehen daher, und da ist da so dieser Hebel, den muss ich da so raufziehen. Also das ist, jo. Ich meine, ich bin nicht der begabteste Handwerker auf dieser Welt, das gebe ich zu. Wirklich, ich bin ein schlechter Handwerker. Mein Werkzeug ist mein Goschen. Und ich grabe auch, frag meine Frau, ich habe da überhaupt keine Geduld bei sowas. Ja? Also ich muss immer Leute holen, die gerne handwerken, weil ich hasse das wie die Pest. So, jetzt ist es so, jetzt liegt das hier, die Feder drückt da jetzt drauf. Jetzt spannen wir noch einmal. Es liegt auch ganz hinten. So, sobald ich da, schau mal, sobald ich nach hinten gehe, legt sich der Bolzen natürlich auch nach hinten. So, jetzt spannen wir. So, gut, jetzt ist das hier. Warum schiebt der das nach vorerst? Alter Fuchs, das ist ja vor der Lader jetzt, da muss ich jetzt, also das ist jetzt blöd, das ist jetzt wirklich blöd, also das ist jetzt blöd. So, jetzt muss ich das da nach hinten ziehen, so, jetzt habe ich es ganz nach hinten gezogen. Und das war jetzt momentan ein blöder Moment, dass ich die Armbrust so nach oben gehalten habe, ich meine, da ist auch niemand, aber trotzdem, ne. Und wie gesagt, ich bin hier auf Waldo Labbadé, das ist ein Areal, ein Privatgrund hier, rundherum ist niemand, da ist nichts rundherum. Also keine Sorge, aber trotzdem, gut ist das trotzdem nicht. So, jetzt habe ich einmal geschossen und jetzt habe ich denselben Schaß wieder. Ne? Jetzt muss ich das da einfädeln. Dann liegt das hier. Also, irgendwie ist mein Glück momentan. Also, rein hat einen Schaß benannt, wie man so schön sagt. Da hast du einen Schaß benannt. So, und das dann nach hinten ziehen. So. Nein, also, liebe Leute, groß und klein, da müssen wir uns was Besseres einfallen lassen. Also ich werde jetzt versuchen, das ist jetzt Video Teil 1, ganz einfach. Das kriege ich gar nicht mehr raus. Jetzt ist das ein Scheiß. Vielleicht ist das ein Montagsmodell, ja. Also wie gesagt, so schaut es aus im Schneckenhaus. Ich kann nur sagen, ich heb sie nachher wieder auf. Eigentlich ein grundsolides Teil, also die greift sich einfach cool an und ist total genial und super, aber kostet zwar leider mehr, aber dafür habe ich Spaß dran. Gut, ich werde jetzt Folgendes tun. Ja? Ich werde mich bemühen, dass ich wieder so ein Magazin bekomme, was momentan bei den Lieferengpässen gar nicht einmal so einfach ist. Und dann werde ich das Video noch einmal machen. Beziehungsweise, ich habe sie als Muster hergegeben. Ich werde die dazugehörigen Personen bitten, mir dieses originale Muster, wobei, das war auch ganz normale Handelsware, also das ist überhaupt kein Thema, das ist nicht irgendwie gefaked oder so, wieder zurückzugeben oder mir wieder auszuleihen, damit ich jetzt das Ganze noch einmal testen kann und das wieder noch einmal machen kann. Das war's, dann Reini Rossmann. Bis dann. Ciao.